Moin Leute, wie Sven schon angekündigt hat, haben wir hier unten einen wunderbaren Rastplatz gefunden und wir können mal Amanessas Infravision sehen. Alle Leute leuchten rot. Gehen wir noch zu dieser Brücke? Ja, nee, ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt hier erstmal rein. Okay. Und wenn dann kommt, ja, diese Tür ist gegen einfache Zauber und so und ihr müsst den richtigen Schlüssel finden, dann müssen wir oben ins Museum. Gefallen sind da jedenfalls nicht. Ja, dann vorwärts immer, rückwärts nimmer. Sage ich mal so, ne? Ja. Das doch ja nach Fallen aus. Ist ja spektakulär. Das ist mal ein schöner, runder Raum. Ja, mit vielen anderen Türchen. Okay, die unteren drei gehen alle raus, aber wir haben ein Tor in der Mitte. Das ist eine Falle. Genau, und dann haben wir Tore nach links und nach rechts. Ich wäre, glaube ich, erstmal dafür. Links. Links und links, ja. Nach rechts arbeiten wir. Ich würde, glaube ich, erstmal die kleinen Türchen nehmen und dann die große. Hä? Hier wohnen Leute? Das sind Typen. Sklaven. Und da hinten ist Zoth. Ich bin müde und hungrig. Und es ist kein Ende in sich. Ich verlasse mich auf euch. Ich gehe mal zu Zoth hin, ne? Ich suche mal nach Fallen. Zoth ist eine Falle. Mein Name ist Zoth. Kann ich euch irgendwie helfen? Darf ich euch ein paar Fragen stellen, Zoth? Gewiss. Was würdet ihr gerne wissen? Wer wart ihr nochmal? Ich heiße Zoth. Kein Nachname. Einfach Zoth. Und warum? Das ist der Brauch meines Volkes. Ein Mann muss seinen Nachnamen verdienen. Er bekommt ihn nicht geschenkt. Ja, ich habe mir meinen Namen noch nicht verdient. Ich bin ein Lauch. Wo kommt ihr denn her? Ich komme aus einem Dorf ganz in der Nähe von Orkney. Ah. Orkney liegt am anderen Ende des Gebirges, der gerade der Welt heißt. Mein Dorf ist ziemlich klein. Ich glaube nicht, dass es auf einer Karte zu finden ist. Wir haben es uns extra fürs Spiel ausgedacht. Nee, da gibt's doch in einem Wolfgang-Roman gibt's doch Orkney. Gewiss, was würdet ihr gerne wissen? Was macht ihr denn hier nochmal? Naja, ich halte mich gerne ein bisschen für einen Gelehrten. Ich versuche ein paar von diesen Büchern zu lesen und etwas über diesen Ort zu erfahren. Und seid ihr schon fündig geworden? Ja, es ist schwer zu verstehen, aber ich habe mir ein paar Sachen zusammengereimt. Okay, was denn? Dieser ganze Komplex scheint ein Tempel zu sein. Er ist Dukmaren Leuchtenmantel geweiht. Na ja, guck mal hier, wenn jetzt nicht ich gewesen wäre, sondern irgendeiner mit mehr Intelligenz oder so, der hätte jetzt natürlich gewusst, wer Dukmaren Leuchtmantel ist. Wer ist denn das? Oh, Wall of Text, Mann. Er ist der Zwergengott der Gelehrten, der Erfinder und der Forscher. Er ist nicht sehr bekannt und wird von anderen Göttern zum Teil argwöhnisch betrachtet. Sie finden ihn etwas wunderlich, könnte man sagen. Jedenfalls war Dukmaren der Ansicht, dass die Zwerge ausziehen und dass sich die Zwerge ausziehen sollten und die Welt mehr erforschen sollten. Okay, ich verstehe. Könnt ihr mir sonst noch was sagen? Ein genialer Architekt namens Alkohol, der Visionär, hat diesen Komplex gebaut. Er war ein ergebener Anhänger des Alkohols. Und Dukmaren, da hatte er immer seine besten Ideen im Rausch und störte sich daran, dass sein Gott keinen offiziellen Tempel besaß. Also reichte er beim König ein Gesuch ein und erhielt die Erlaubnis einzubauen. Tja, während des Baus erhielt er den Beinamen Alkohol, der Wahnsinnige. Warum haben sie ihn denn so genannt? Naja, der hat halt kein Cuba Libre getrunken, sondern immer so ein anderes gepanschtes Zeug. Und die Zwerge, ja, die meisten Zwerge wollten einfach einen Tunnel durch den Gletscher bohren und sonst nix. Aber davon wollte Alkohol natürlich nichts wissen. Stattdessen begann er eine Konstruktion in ganz großem Rahmen und das ist das Ergebnis. Okay, wenn die Zwerge ihn für verrückt halten, warum haben sie ihn dann nicht aufgehalten? Oh, das haben sie versucht. Ich habe den Stammbaum zwar nicht perfekt. Moment mal, da unten lesen sie doch schon wieder hier. Hühnchen, knuffig, Hühnchen. Ja, ich habe den Stammbaum zwar nicht ganz perfekt rekonstruieren können, aber ich glaube, die Aufmerksamkeitsspanne von allen anderen ist schon wieder erschöpft. Aber anscheinend war Alkohol ein Verwandter des damaligen Königs. Er war ein Neffe oder ein Kosach, egal, wir skippen das. Auf jeden Fall hatte er nicht alle Tassen im Schrank und das hat auch ein schlechtes Wort auf ihn geworfen. Toll. So, wie seid ihr denn hierher gekommen, Zoth? Ich war unterwegs von Orkney nach Osthafen. Wegelager überfiel meine Karawane und ich wurde bewusstlos geschlagen. Als ich aufwachte, war ich hier. Von Orkney habe ich noch nie gehört. Orkney liegt da hinten, Mann. Verstehe. Ja, habt ihr die meisten der Bücher hier studiert? Ja, hier habe ich nochmal was für die Questkarte. Es hat so ziemlich lange gedauert, wie man annehmen würde, da die meisten stark beschädigt sind. Ach, deswegen ging es schnell. Ja, ich habe einfach gesagt, die sind unleserlich. Es ist eine Schande, denn die, die lesbar sind, sind ausgezeichnete Arbeiten über die Konstruktion der Zwerge. Verstehe. Haben wir ihm alles gefragt?
Jo. Bis denn. Okay. Aber wessen Sklaven sind die hier? Er kann dich tippen hören. Alter, hier ist ein Brief. Nachricht an Kerisch. Hervorragend. Kann ich ja noch was vorlesen. Kerisch! Craig Frostbart ist tot, was nicht dein Verdienst ist, und ich habe sein Amt und Abzeichen übernommen. Ich, Jorel Frostbart, bin nur einer der sechs vom Meister Auserwählten. Huh, werden meine Fehler erst einmal Früchte tragen, werde ich Zugang zum Meister selbst haben. Ja, Mann, du würdest dich gut daran tun, Blut. So, mal gucken, nur weil dich dem Meister noch nicht erzählt hast, bist du noch am Leben. Denn wenn die Zeit reif ist, werde ich den Meister wissen lassen, dass ich den Thron meines Vaters übernommen habe. Bis dahin wirst du schweigen oder sterben. Diese Mauern, hinter denen du dich versteckst, werden dich nicht vor meinem Zorn schützen. Verrate mich und ich werde dich voll töten. Ob das wohl wichtig ist? Ich habe Lust, die Treppe hochzugehen. Ach so, guck mal, und ich glaube hier, das ist der rechte Ausgang. Ich würde erst unten eigentlich gerne lieber gehen wollen da. Aber wir können auch erstmal hochgehen. Ja, gehen wir erstmal hoch. Erstmal speichern, hoch, ne? Ihr wollt ja nicht, dass wir... Museum. Bitte? Hoch kommen wir ja bestimmt ins Museum. Denke ich auch. Na gut, dann gehen wir unten lang. Okay, Sinn ist Anführerin, Sinn ist Anführerin. Los, wir folgen einfach Sinn. Was? Ach so, na, dann gehen wir nach oben, wie ich es vorher hatte. Ja... Aber ich habe keine Berechtigung. Deswegen komme ich ja jetzt vorbei. Gruppe aus diesem Bereich zu entfernen. Ja. Ich habe auch keine Rechte. Ja, hier gibt's. Oh. Ich kenne euch nicht. Was wollt ihr? Oh Gott, Frost Salamander. Ich möchte mit dem Anführer sprechen, wie immer. Über Kerisch, eher Anführer. Er führt mich zu Kerisch. Ich hab's mal anders erlebt. Wir kämpfen uns den Weg einfach zurück frei, viel besser. Dann sind wir wollen zu Kerisch. Natürlich. Ja, wieder. Ja, das ist vernünftig, Mann. Ach du Scheiße. Ich darf verhandeln, ich mach das schon. Ich grüße euch, ich bin Kerisch, Anführer der Salamander. Und wer seid ihr? Ich bin ein Forschungsreisiger, der zufällig hier gelandet ist. Klar. Ja. Oh, ein Forschungsreisender, vergebt mir, aber ich bezweifle, dass ihr ein Forschungsreisender seid. Kein Forscher könnte unbeschadet hierher gelangen. Doch, ich schon. Nein, ihr seid mehr, als ihr scheint. Vielleicht ein Spitzel? Natürlich. Und würde, ich falle ja auch unter diesen Salamandern gar nicht auf. Genau, ich bin ein Forscher, aber wenn ihr das anders glaubt, was glaubt ihr, für wen ich arbeite? Ich möchte nur die Erlaubnis, mich ein bisschen umsetzen. Wir brauchen ja eigentlich keine Erlaubnis, das wäre ja Quatsch, das zu fragen. Ja, also im Hintergrund siehst du Amanessa heftig gestikulieren, während Zinsum, ja Mann, Alter. Kennst du den Finger hier? Der ist mit dem befreundet. Na gut. Sag mal so, die können keine Jeans tragen, Mann. Die haben einfach keine Jeansbeine. Die Lappen. Ja. Ja, okay. Los, probier ein bisschen Informationen rauszuholen da. Mach mal zwei. Ja. Market. Würdet ihr mir das bestätigen? Nein, eigentlich nicht. Was ihr wollt. Toll, ich habe echt viel Auswahlmöglichkeiten. Das Spiel war auch schon mal besser. Also gut, spielt ruhig euer trügerisches Spiel, aber wisst, ich kenne euren Meister. Ich werde bald eine Antwort bekommen. Wenn nicht von euch, dann von ihm. Also sagt schon, was sucht ihr hier? Ich würde euch gerne etwas fragen. Ja. Wer seid ihr nochmal? Sind wir die Standardantworten? Wer seid ihr? Was wollt ihr? Warum liegen hier überall Tote herum? Das ist noch eine gute Frage. Ja, das ist eine gute Frage. Berechtigte Frage. Die Sklaven, sie haben rebelliert. Wir mussten die meisten umbringen, aber ein paar sind auf der Ein paar sind entkommen, die wohnen einen Stock weg da drüben. Ja. Ah, die können keine Treppen gehen, ne? Ich meine, die haben nur so eine Schlangenhaut, das, wie soll es gehen, ne? Die haben ja keine, können ja keine Treppen gehen. Warte doch mal, das ist doch die nächste Frage. Wie haben sie es geschafft, euch zu entkommen? Ja. Der Raum unten wurde plötzlich unerträglich heiß. Aha, wir mussten hier. Wir sind alle gestorben. In den darauffolgenden Durcheinander rannten die Sklaven zu Treppen. Ein paar haben es geschafft, aber ihre Freiheit wird nicht lange währen. Sie sind dort unten gefangen. Wie geht das? Ach Gott, das... Ich wusste genau, was ich damals tat, als ich Sinn zum Anführer machte. Der Ausgang zur Oberfläche ist versperrt, also können sie nirgends hin. Außerdem haben sie weder Vorräte, genau. Irgendwann werden sie verhungern. Fällt mir ein. Er will unsere Hilfe haben, dass wir die töten. Was glaubt ihr, was ich für euch tun kann? Die erwähnt haben... Angegriffen, ja. Gut. Die Sklaven sind für mich völlig unwichtig. Sie werden uns... zurückkommen oder sterben.
redet denn? Achso, das ist Tihos. Tihos wieder im Hintergrund. Also, der Anführer. Der Revolter hat mich in den Augen meiner Leute schlecht dastehen lassen, dafür soll er bezahlen, geht zu den Sklaven und gewinnt ihr Vertrauen, dann findet er heraus, wer ihr Anführer ist und bringt ihn um. Ja, dann wir denken drüber nach, wir, nicht. Wir drängen drüber nach. Also gut, denkt ruhig eine Weile darüber nach, kommt wir zu mir, wenn weiter, ihr euch wir wollen noch mehr wissen, oder? Ja, was macht ihr hier? Also er wartet auf irgendwelche Befehle. Er wirkt nervös. Ja, ja, warum bist du nervös? Natürlich bin ich nervös. Ich weiß, in wessen Dienste ihr steht und okay, das scheint irgendwie sein Boss zu sein oder so. Wir stehen im Dienste des Bosses. Der Typ ist ja voll, der schiebt voll die Paare, Alter. Ich suche den Verantwortlichen hier. Ah, ich weiß, oh, guck mal, das hat nochmal was gebracht. Siehst Nun, du? Krieg Frostbart ist tot, sein Sohn Joril herrscht jetzt. Aber ich habe dem Sohn nicht geholfen, seinen Vater umzubringen, das für sich. Warum sollte es mich interessieren, ob er geholfen hat? Also gut, wo finde ich Joril? Wohl bekannt, dass der Meister seinen Leutnant selbst aussucht. Jorils Taten könnten als Verrat betrachtet werden. Und euer Meister? Für den Typen in den Eiseln im Südwesten hier. Mehr Fragen? Nochmal fragen, wer er ist? Ah. Nee. Er ist Kirisch. Wie ihr sehr wohl wisst, wir wissen alles, Alter. Wir haben das sehende Auge. Ja, wir wissen jetzt auch alles. Aber wir müssen hier raus, ja. Leute. Ich kümmere mich drum. Warum kriege ich Schaden durch Kälte? Was soll das? Ja, weil es da kalt ist da unten. Achim ist wieder vorbereitet. Ich dachte, es wäre Kälte widerstehen, aber es ist Feuer widerstehen. Scheiße. Also hier tobt richtig das Leben hier, ne? Eiswolf, Winterwolf, Frostsalamander. Ja, wir gehen die Treppe nach unten zum Museumskeller, Leute. Hier ist mir zu kalt. Wir sterben hier. Leute, runter, runter, runter. Und vielleicht kann man das ja auch irgendwie jetzt nochmal erhitzen von unten irgendwie. Ja, genau. Da war doch noch so ein Raum in der Mitte. Der Raum in der Mitte, aber wir müssen hier trotzdem raus. Runter, bitte. Das kannst nur du. Ja, sind doch nicht alle da. Was verfehlt denn? Ich komme auch. Lass den Zeit, kein Problem. Ja, Friskolin. Friskolinus. Er hat nicht so lange Beine, das ist auch eben. Fair. Das ist rassistisch. Eben. So. Ja, guck mal. Da sehen wir doch schon. Also, ich weiß gar nicht. Müssen wir erst noch mit dem anderen Typen sprechen? Also, ich wäre jetzt ja dafür. Kurzer Plan. Wir können auch mal mit Sod sprechen und sagen, ja, dass wir das Vertrauen gewinnen. Aber ich glaube, in der Mitte. Ja, genau. Ein paar Fragen stellen. Vielleicht kannst du jetzt mehr machen. Nee. Und können wir mehr machen? Nee. Guck mal, unten war doch noch ein Mittelgang. Der war doch von der Falle gesichert. Da kann man das bestimmt hell machen. Und warm machen. Ne? Und oben, ja. Die haben sich im Museum eingenistet. Ist doch bestimmt der Heizungs-. Warte, ich geh mal speichern, bevor ihr losgeht. Dugmaren Leuchtmantelmäßig. Ja. So. Bestimmt ein Raum mit Monstern drin. Ja, die ist noch abgeschlossen. Vielleicht sind da endlich diese Wasserlimitare drin, von denen ich so viel habe. Der Mechanismus verfügt über nicht über ein herkömmliches Schloss. Brauchen wir also einen Schlüssel. Ja, dann gehen scheiße. Dann gehen wir zu Joril. Ja, dann finden wir schon. Oder, ja, da oben, das ist die Tür kennen wir schon. Da kommen wir nur wieder zu den Sklaven, würde ich sagen. Ja, unten kommen wir aber her. Ja, schon klar, aber es gab ja noch andere Häuschen und ach so. Ach so, okay. Können ja draußen noch woanders hingehen. Haben wir denn noch schon so einen Sklavenanführer gefunden? Nee. Aber wir können natürlich, was wir machen könnten, ist, wir könnten mit den Sklaven reden. Nicht mit Jod, sondern nur mit den Leuten, die Sklave heißen. Hat da einer einen Namen? Das hilft ja nix. Naja, weiß ich ja nicht. Lass uns doch dann in den Eistunnel oder die Rickety Bridge. Na, ich wäre dann für den Eistunnel, liegt auf dem Weg, ne? Das ist nochmal eine Ansage. On my way. Bei Icewind Dale 2 fand ich das immer so geil. Da gab es dann immer diese echt entspannt gechillte Musik. Und man die, weil das ja der zweite Teil war, haben die Leute im Schnee immer noch Fußabdrücke hinterlassen. Und das knirschte immer so, wenn die da lang gegangen sind. So krupp, 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 krupp. Das fand ich immer echt total cool, wenn man das denn im Winter gespielt hat. Das kam aber daher, dass du Pringles gegessen hast. Und ja, ich glaube, da gab es meine einzige Schwäche. Ja. Also, ich weiß nicht, wo ihr seid, aber ich bin schon da. Ich auch. Ich auch.
Ich nicht. Ich warte nur auf euch. Ich warte nur auf euch. Ich auf mich. Hier wird bestimmt super doll gekämpft. Ich spür's. Nee, warte, ich weiß doch, was hier abgeht. Ja. Der Pass scheint starker Verkehr zu gehen hier. Schlangenartige Wesen mit großer Hitze haben den Schnee des östlichen Höhleneingangs geschmolzen und eine Reihe monströser Wesen hat die Gesen. Also es gibt hier Eissalamander und es gibt hier Feuersalamander. Ah ja. Und die hier werden jetzt Feuersalamander sein. Die Karte ist ganz lürt. Nach Unterdorntief und zum Museumskeller. Hä? Aber wir waren doch eben im Museumskeller. Nach rechts geht's aber auch noch hier unten nach unten. Ja. Ich hab eine Falle entschärft. Und Straße nach Kuldahar. Lass mal erstmal Richtung Museumskeller gehen, oder? Ich meine, wir waren da eigentlich, aber... Das hat bestimmt mit der anderen Tür was zu tun haben. Ja, richtig. Kommen wir von hier aus rein? Oder brauchen wir auch einen Schlüssel dafür? Probier's. Nee, einfach ein Schlüssel. Wir brauchen also einen Schlüssel. Ja, dann gehen wir hier lang, nach Unterdorntief. Zinn? Ja, ich hab nicht auf die Karte geguckt. Mein Gefühl hat gesagt, das geht nach oben, ne? Weil ist klar, dass dir dein Gefühl immer sagt, das geht immer nach oben. Bei Sinn geht's immer aufwärts. Ja. Leute, Planänderung, nachdem wir festgestellt haben, wir können auch da nach Kulda haben. Lass mal, ach, das ist ein Gebietsübergang, okay. Aber vielleicht finden wir da, machen wir dadurch auch noch ein neues Gebiet auf. Lass mal gerade noch mal gucken. Nachdem wir nämlich festgestellt haben, dass wir, wenn wir da reingehen, ein ganzes, also das aktuelle Kapitel einfach skippen, haben wir gedacht, nee, wir laden das nochmal. Um nicht zu spoilern und so weiter. Aber wenn hier ein Gebietsübergang ist, in dem wir nach Kuldahar gehen können, dann wäre ich dafür, dass wir, wenn der Part zu Ende ist, mal zurückreisen, damit wir, ihr müsst nicht daran, Sinn vor allen Dingen. Damit wir mal unsere Vorräte auffrischen und Sachen verkaufen können. Guck mal, Wurmzahn, Dorntief, ja, okay, abgetrennte Hand. Und Drachenauge waren wir schon, da waren wir schon, da waren wir schon, da waren wir schon. Wie komme ich hier wieder raus? Escape? Jo. Ja gut, dann auf zur Rickety Bridge. Gute Übersetzung übrigens. Irgendjemand hat diesen Schlüssel. Wir hätten bestimmt mit den Sklaven reden müssen. Ja, einer von denen ist auch der Chef. Einer von denen ist nämlich der Chef, das glaube ich nämlich auch. Und wir müssen mit den Sklaven das jetzt rausfinden. Und der wird den Schlüssel haben, um das oben anzuheizen. Und dann können wir die da oben alle, ich will nicht sagen vergasen, aber den können wir zumindest, die können wir dann saunieren. Damit wir keinen Schaden da oben kriegen. Na gut, aber wir können erstmal zur Rickety Bridge gehen, bin ich auch. Ich glaube, politisch korrekt heißt das Begasen. Ja, das ist mir eigentlich ziemlich egal. So. Also. Ein edler Tropfen aus der Kristallschale. Wohl bekomm's. Prost. Diese Brücke ist in einem schlechten Zustand. Und sie könnte einstürzen. Ihr könnt sie nicht überqueren. Das wollen wir noch mal sehen. Ja, da kommen wir nicht weiter. Hat jemand Dimensionstür und kann sich einfach auf die andere Seite plöppen? Ich meine, das ist... Ja. Jetzt Boulder-Kenntnisse haben, ne? Das wäre jetzt was. Weißt du, was mich so ärgert daran? Wir haben hier alle eine Stärke von 1899. Wir könnten die Brücke wahrscheinlich einfach festhalten, wenn die irgendwie aus der Ankerung bricht und alle konnten rüber marschieren. Aber nö. Ja, dann wäre ich dafür, dass wir jetzt mit den Sklaven reden. Wollten wir nicht einmal versuchen, hier oben reinzugehen? Ja, aber dann ist, da sind wir doch nur wieder bei, kriegen wir alle gleich erstmal 10 Schaden, ne? Ja, dann gucken wir aber mal, vielleicht ist da ja oben noch irgendwas. Vielleicht ist da ja irgendwie so die geheime Heizung oder so, wer weiß. Okay, Entschuldigung. Die geheime Heizung ist ja, die ist ja grundsätzlich auch immer oben. Also es war ja bei den Römern auch so, die haben ja immer unterm Dach sozusagen ihr heißes Wasser gehabt, ne? Verteilt, ne? Ja. Also die Heizung ist mit Sicherheit hinter der, ihr könnt da noch nicht lang Tür. Ihr müsst erst was anderes machen. Ja, dann gucken wir doch mal. Wehe, ich bin der Erste, der Schaden frisst. Wehe. Bei mir passiert nichts. Ah, jetzt passiert was. Okay, warte mal, ist das die Karte, an der wir schon waren? Das ist die Karte? Ja. Ja, ich gehe wieder raus.
Ich schau mir das hier mal an. Ja gut, dann gehen wir doch einfach in den Museumskeller links runter. Können wir bitte einfach in den Museumskeller links runter gehen? Ich wollte noch einmal gucken hier. Wir sind doch nicht umsonst hier reingegangen. Ich habe doch gesagt, wir müssen hier mal... Könnt ihr doch heilen. Ich heile das schon. Wo willst du hin? Hier drüben! Es sind plötzlich alle böse! Ja. Das mach mal mit dir aus. Ich weiß aber nicht warum, ehrlich gesagt. Ich hab nichts gemacht. Das ist der erste gemacht. Guck mal, das Geile ist natürlich auch wieder. Ja, okay, Frank kriegt einen Strich, ne? Achim kriegt einen Strich. Aber ich glaube, das können wir schon als Friendly Fire, können wir schon machen. Also ich glaube auch. Warum denn? Vier Leute haben gesagt, du sollst deinen fetten Arsch da ranschwingen. Eigentlich alle. Ich mach, was ich will. Ich will mir das hier umsonst angucken. Ach, ihr habt kein blaues Feuer gegen Kältewiderstand? Tja, nicht mein Problem. Genau so ist es. Ganz genau. Aber guck mal, da ist ein großer Wal. Wie das riesige Wesen hierher kam, übersteigt euer Vorstellungsvermögen. Das ist in Eis eingefroren. Oh, wie schön. Das hättest du sonst gar nicht entdeckt. Doch, aber später. So, dann, würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Im nächsten Part stehen wir dann schon im Museumskeller. Und wir gehen natürlich, vielleicht nicht hier lang. Warum auch. Also, bis dann. Ciao.